Wissenschaft ist nicht nur die Befriedigung der eigenen Neugier, Louis. Sie muss ein Ziel verfolgen. Sie muss der Allgemeinheit dienen. Aber ja, das sehe ich auch so. Nur die Wissenschaft kann die Welt verbessern, Dr. Denver. Louis, bitte. Wir arbeiten zusammen, oder nicht? Nenn mich Linda. Linda? Wieso? Das ist mein Name. Oh. Oh. Brauchen wir all das Zeug? Jap. Ich denke, das meiste davon schon. Das ist auch cool an der Wissenschaft. Das Spielzeug ist super. Und wo geht's hin? Ich dachte an Mako Island. Mako Island? Das ist keine gute Idee. Da gibt's nichts zu sehen. Ehrlich, gar nichts. Und da gibt's viele Haie. Wirklich große. Komm schon, Louis. Sag mir nicht, du fürchtest dich vor Haien. Ich? Nein, überhaupt nicht. Mako Island ist okay. Gut. Er ist irre. Er ist komplett durchgeknallt. Wie kann er mit ihr dahin fahren? Wir müssen unbedingt vor ihnen da sein. Auf geht's. Gedacht, ich merke nicht, dass ihr mir nachspioniert? Ich meine, wo bleibt das Vertrauen? Vertrauen? Ich glaube, das war futsch, als du versehentlich Cleos DNA-Probe einer berühmten Meeresbiologin gegeben hast. Nein. Nein, ich glaube, das war erst endgültig futsch, als er mit Dr. Baywatch nach Mako Island gefahren ist. Du bist zu weit gegangen, Louis. Also traut ihr mir nicht. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Ich habe wirklich ernsthaft versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum ihr verdammt nochmal so seid, wie ihr seid. Und das habe ich jetzt davon. Es geht um unser Leben, Louis. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht solltest du das auch sein. Wollt ihr wissen, was ich denke? Ich finde, ihr seid wie ein paar kleine Kinder. Dr. Denman ist zumindest eine Frau. Und einfach ein bisschen reifer, wisst ihr? Schon wieder da? Kein Privatleben? Das sagen Sie? Sie sind immer hier. Das hier ist mein Leben. Ja, ich hoffe, eines Tages ist es auch meins. Womöglich schneller, als du denkst. Was? Louis, ich habe heute ein wirklich großzügiges Stipendium von einem Konzern erhalten für 6 Monate Forschung. Und das auch noch auf einem Gebiet meiner Wahl. Wirklich? Oh, Wahnsinn, Sie haben es sich Ich will dich dabei haben. Du und ich, Louis. Es bedeutet Arbeit rund um die Uhr, Reisen, vielleicht sogar ins Ausland. Was meinst du? Ich habe schon mit deinen Lehrern geredet. Es stehen öffentliche Mittel zur Verfügung und bei deinen Noten wird deine Arbeit berücksichtigt. Ich weiß nicht, ich muss deine Eltern fragen, natürlich. Ja. Aber ich brauche deine Entscheidung bis morgen. Übermorgen reise ich zu meinem Labor auf den Galapagos-Inseln. Hoffentlich zusammen mit dir. Wow. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ehrlich. Tja, es ist jedenfalls eine einmalige Chance, ja. Was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach tierisch froh, dass sie mir das zutraut. Oh, bitte. Was denn? Denkst du wirklich, es geht dabei um deine Fähigkeiten? Oh, also zwischen mir und Dr. Denman ist wirklich überhaupt nichts. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Ich meine, es kann doch sein, dass es ihr nur um diese Probe geht. Nein, 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 die hat sie inzwischen vergessen. Wie würdest du dich entscheiden? Tja, wie du schon sagst, es ist wirklich eine absolut einmalige Chance. Und es ist das, was du immer wolltest.
Und es ist doch so, dass dich hier nichts hält. Oder? Weißt du was? Du hast recht. Ich verschwinde. Danke, Cleo. Wasser hinzufügen. Das Phänomen der spontanen Zellmutation. Oh nein! Cleo, was machst du hier drin? Ich suche nur einen Freund. Sorry, Cleo, Zutritt verboten. Dr. Denmans Anordnung. Heute werden hier eine Menge teurer Geräte rausgeschafft. Ach so, verstehe. Und Cleo? Ja? Lass dich hier nicht nochmal erwischen. Es sah aus wie ein Artikel für eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Es ist dasselbe Thema, über das du immer sprichst, Louis. Und weißt du, dass sie immer noch die DNA-Probe hat? Sie war in einer kleinen weißen Box. Tja, Louis. Das macht sie nicht. Es sieht aber so aus, als hätte sie untersucht, Tests gemacht. So etwas würde sie nicht machen. Sieh den Fakten ins Gesicht, Romeo. Fakten? Ihr habt aber keine Fakten. Cleo, du hast da was gelesen, was du nicht verstanden hast. Ich hab genug verstanden, um zu wissen, dass es das ist, was du sagst. Na und? Womöglich habe ich sie ja beeinflusst. Ich bin eine beeindruckende Persönlichkeit. Ha! Wieso will sie mich wohl auf ihrer Forschungsreise dabei haben? Habt ihr mal dran gedacht, dass es dafür einen Grund geben könnte? Sie könnte auf meine Meinung Wert legen. Und auf dein Putzen. Er ist durchgeknallt. Total. Wir müssen irgendwie in dieses Labor reinkommen. Kleine Korrektur. Ihr müsst da irgendwie rein. Ich verliere meinen Job, wenn ich nochmal da drin erwischt werde. Verschwinde! Dr. Denman! Louis. Würden Sie mir ganz ehrlich eine Frage beantworten? Natürlich. Haben Sie das Präparat von mir behalten? Ja. Ich verstehe natürlich, wenn... Sagten Sie ja? Ja, das habe ich. Es ist hier bei den Proben von Mako Island. Und ich hoffe, Louis, eines Tages wirst du mir sagen, woher du die Probe wirklich hast. Louis, diese Probe ist etwas ganz Außergewöhnliches. Zellen, die komplett ihre Struktur ändern, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Klingt einfach unmöglich. Es ist unmöglich. Doch es ist so. Ich kann es nicht erklären. Wir müssen noch viele Tests durchführen. Sie haben es mir gestohlen. Louis, es tut mir leid, dass ich nicht ganz ehrlich war. Aber ich hatte nie die Absicht, dich zu hintergehen. Was denkst du, weshalb ich dich dabei haben will? Ist es mein Charme? Louis, denkst du, du kannst noch mehr solcher Proben besorgen? Kann ich ihn trauen? Du kannst darauf vertrauen, dass ich eine gute Wissenschaftlerin bin. Wie schon gesagt, ich glaube an dein Talent. Das ist nett von Ihnen. Willst du morgen mitkommen? Darf ich Ihre Ergebnisse sehen? Natürlich. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Gut. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Ich auch nicht. Euch ist bewusst, dass sie es irgendwann aus ihm rausbekommen wird, oder? Was? Woher die DNA stammt. Wir müssen uns das Präparat holen. Louis würde uns nie und nimmer verraten. Hör doch auf, an das Gute im Menschen zu glauben, Cleo. Er hat uns doch schon längst verraten. Du bist die Einzige, die das nicht glauben will. Wie kommt das?
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Luis ist unser Freund. Wo willst du jetzt hin? Ich will mit Luis reden. Auch wenn es vielleicht zum allerletzten Mal ist. Und? Das ist ihr Boot! Los, kommt! Wenn sie jemand einholen kann, dann wir! Warte! Ich glaube, damit wäre unser Geheimnis wohl endgültig dahin, oder? Oh, du hast recht. Sorry. Aber wollen wir ihn denn einfach so gehen lassen? Wie denn? Na, du fährst einfach los ohne uns. Luis! Du fährst doch nicht weg. Gut beobachtet, Cleo. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast das Präparat. Sie hat dich also nicht rumgekriegt? Macht ihr Scherze? Denkt ihr, ich kaufe ihr ab, ich sei ein toller Wissenschaftler? Bitte. Was ist mit ihren Unterlagen, dem Zeug, das ich gelesen habe? Wenn sie die Datei öffnet, wird sie feststellen, dass die kürzlich gelöscht worden ist. Ups. Ich schätze, Frau Doktor und ich sind kein Team mehr, Leute. Schön, dass du wieder da bist, Luis. Danke, Cleo.